In Thüringen ist die Lage besonders im Landkreis Nordhausen angespannt. Der Ortsteil Windehausen der Gemeinde Heringen bleibt wegen Hochwassers weiter evakuiert. In Südthüringen beruhigt sich die Lage leicht. Für viele Orte im Kreis Hildburghausen wurde Entwarnung gegeben, darunter Rappelsdorf und Hinternaa. In Sachsen-Anhalt ist besonders der Landkreis Mansfeld-Südharz betroffen. Für die Helme bei Bennungen gilt weiter die höchste Warnstufe 4, weil Wasser aus der vollgelaufenen Talsperre Kelbra kontrolliert abgelassen wird. Die zweithöchste Warnstufe 3 gilt noch immer an der Salzwedeler Dumme am Pegel Tülsen. Auch entlang der Mulde im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind die Wasserstände weiter hoch, wie in Jesnitz. Es wird jedoch mit Entspannung gerechnet. In Sachsen-Anhalt ist durch Gleisunterspülungen zudem der Bahnverkehr auf der Strecke Magdeburg-Hannover beeinträchtigt. In Sachsen müssen sich die Menschen entlang der Elbe auf weiter steigende Wasserstände gefasst machen. In Schöna in der Sächsischen Schweiz wurde am Mittag Alarmstufe 3 erreicht. Sie könnte morgen laut Landeshochwasserzentrum auch in Dresden und Riesa ausgerufen werden. Auch an der Mulde bei Bad Düben gilt noch Alarmstufe 3.